Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Und die Frage, die wir uns stellen, ist: Sto prajaidot naidotras? Soll ich das beibehalten, die Anmoderation auf Russisch? Ich finde das ganz nett. Das gibt mir ein bisschen Übung in der Sprache, weil ich die eigentlich ganz cool finde. Und euch vielleicht ein kleines bisschen Auseinandersetzung mit dem Blödsinn, den ich hier die ganze Zeit rede. Egal. Wir haben den Verlust von Axel eigentlich schon lange verwunden. Warte mal, ich habe jetzt eine neue Karte. Wir sind auf dem Weg zu Sixen Communications. Ich glaube, wir sind in Sixen Communications, oder? Ja, das hier bringt mir gar nichts. Das bringt mir auch gar nichts. Und auf der Karte ist es nicht zu sehen. Also nehme ich einfach mal an, dass ich auf dem Lorenz Sci-Stack Lobby Security, dass ich auf dem Weg in die richtige Richtung bin. Communications. Oh oh. Ach, ich höre. Da hinten sind Menschen. Da sind Menschen. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Geh auf, geh auf. Das ist schlecht. Okay, wir haben nicht nur eine unbekannte Lebensform, die uns töten möchte, sondern auch irgendwelche gottverdammten Arschgeigen, die hier noch unterwegs sind. So, rechter Stick war ducken, linker Stick war rennen. Seid ihr? Ich würde so gerne Nein! Um Himmels Willen! Warte, das war's doch. Nein! Was mache ich denn? Aber es war doch gerade. Ich hatte das doch gerade in der Hand. Oh Mann, den Maintenance Jack. Meine. Genau, meine Waffe. Okay, jetzt habe ich keine Flares mehr. Aber oh Mann, die Steuerung. Es tut mir leid, aber ich habe doch jetzt habe ich mein Werkzeug. Meine Waffe sozusagen. Oh Mann, jetzt habe ich keinen Flares mehr. Einfach nur aus schierer Blödheit. Hallo? Listen to me very carefully. I want you to leave work now. Collect Claire, pick up the cat, and head home. We need to find someplace safe till Seeks in the ship. Revolver-Ammo. I saw the guy from down the hall. I can't remember his name. The one in the dirty baseball cap and weird smell. He had something in his coat. I think it was a gun. He just looked right through me. An access to it. Don't talk to anyone. Don't She tell them where you're going. Hack the elevator I'll meet you as soon as I can. Circuits are fried. Easy fix. Just need to find a new data cell. Wo seid ihr? Okay. Da sind sie. We find her and kill her. Boah, sind die schnell! This way. She was downstairs. See anything yet? Ich glaube, die sind echt abgelenkt von meinen Fackeln. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Ja, nichts ist so schnell. Außer mir, meine Liebe.
weiß nicht, wie schnell die hier wieder hochrennen. Sind die nur runtergerannt, weil sie aufgeregt waren, oder? Im Moment komme ich noch ganz gut durch. Habe ich nicht erwartet. Ich glaube, da muss ich durch. Naja, macht ihr mal eure Rundgänge da. Ihr Vollbobbys. Mainframe. Das klingt jedenfalls für mich ziemlich richtig. Hey, I think she went downstairs. Come on. Scheiße. I'm not going down there. No way. She's got your hack tool. It didn't work. We'll find another way up. We've been here too long already. Was war das denn? Erstmal die Map mitnehmen, ne? Und dann erstmal speichern, ne? Ich meine, was soll schon passieren, Leute, ne? Sehr gut. Jetzt sind wir wieder safe, wollte ich gerade sagen. Nice. Volles Magazin. Keine Power. Eine Keycard. Nehme ich alles mit. Auf jeden. Okay, die Tür funktioniert so. Ich brauche das Hacking Tool noch gar nicht. Aber ich muss es trotzdem irgendwo reparieren. Oh, ID-Tag nehme ich mit. Das ist, glaube ich, nur für Achievements. Also wenn man alle ID-Tags hat, dann kriegt man was Tolles und so, wisst ihr schon. Oh. Oh Gott. Hast du was Schönes dabei? Nö. Was? Wie der Revolver zittert. Das ist ein cooles Detail. Also, dass sie... Sie ist halt niemand, der geschult ist für einen Einsatz solcher Waffen und sie... verhält sich auch echt entsprechend. Das finde ich echt cool. Oh, Flashbang. Ich sammle noch ein bisschen Shit ein. Device funktioniert nicht, aber ich kann mich schon mal ein bisschen wehren. Ich habe 7 Schuss. Ich habe eine Smoke Bomb. Geil. Ey, jetzt geht's richtig ab hier. Endlich geht's mal bergauf, ey. Sensoren habe ich unendlich. Warte mal, ich glaube, man konnte die Sachen verbauen. Genau, aber man musste die Sachen noch nicht zu Ende haben. Also die Sachen werden gespeichert, die ich zum Bau verwendet habe. Oder ich mache es einfach direkt. So, und dann kann ich wieder einzelne Sachen mitnehmen. Das finde ich ganz cool. Also so, man kommt nie in Verlegenheit. Irgendwie in Not zu geraten, dass ich zu viele Sachen mitnehme. Oh Gott. The flight recorder. Der Nostromo. Ich bin da. Ich hab's geschafft. Good!
Okay. Alles war umsonst. Was Security Lockdown? Was soll das denn jetzt? Reicht das nicht, dass alles umsonst war? Dann... Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Oh, ich kann das Ding wieder benutzen. Na, immerhin. Und jetzt hacken wir den Aufzug. Und wir hoffen natürlich bei Gott, dass niemand diesen immensen Alarm hier hört. Oh, warte. Ach so. Cool. Nicht schlecht. Was machen wir hier nochmal? Linker Stick ist die Frequenz suchen, rechter Stick ist die richtigen Symbole aussuchen. Das finde ich ganz cool. Oh, ich fände es wahrscheinlich noch cooler, wenn ich nicht so arschmüde wäre. Was ist das denn? Clutter Clouds the Mind. Sixen. Message from Marshall Waits. This is Chief Porter in tech support. Look, there's nothing on this flight, Porter Waits. We've broken God knows how many corporate confidentiality agreements and come up with zip. Nothing except the Weyland-Yutani logo and an empty readout. Now, these things are built to last. So either someone on board the Nostromo asked its mother core to wipe it clean, or somehow the data's been corrupted before it got here. Care to fill me in on why this was a priority job? Okay, die wissen genauso wenig wie wir. Niemand weiß, was aus der Nostromo-Information geworden ist. Oder? Ach, schon wieder hier. Okay, ich habe es für ein Item gehalten. Hier ist immer noch Alarm. Ich möchte echt den... Give me a break. Im Ernst? Ich komme hier nicht mehr raus? Server Hub geht nicht. Tech Workshop. Der scheint nachzugehen. Jedenfalls mit meinem neuen Spielzeug. Warte. 1, 2. Wo ist es? Oh Gott, ich Trottel. Eins. Hey! Okay, man muss den linken Stick auch absolut korrekt halten. Ansonsten geht hier gar nichts mehr. Ich frage mich, wenn ich es dreimal versauere, geht die Tür dann einfach nicht mehr auf? Keine Ahnung. Ich will's auch ehrlich nicht herausfinden. Wir haben erstmal Zeit zu lesen. Ist doch alles halb so wild hier. So, einmal von Sevastopol Terminals für euch zu lesen. Dann Outpost 1. Ich zähle 1. Oh. Ich zähle 2. Audio Utility gibt es nicht. Okay.
Hier läuft aber immer noch der... Oh, Revolver-Ammo. Geil. Wow, mit dem Revolver muss ich gleich was machen. Den finde ich zu cool. Hier nehme ich natürlich alles mit. Und dann... Moment, ich suche noch alles ab eben. Hier ist noch Zeug. Ich schaue mal eben kurz, ob ich was herstellen kann wieder. Ja, yeah. Eine Flashbang. Ich find, also ganz im Ernst, ich finde es ein cooles System, nachdem man so ein bisschen... Es gibt ein bisschen Crafting, es ist nicht übertrieben. Man muss sich aber trotzdem um seine Ausrüstung selber kümmern. Aber bis jetzt habe ich das Gefühl gehabt, dass die Gegenstände auch in Hülle und Fülle hier irgendwie vorhanden waren. Facility Control. Okay, dann disable ich den jetzt. Hm? Habe ich was ver... Oh oh. Ripley, bleib unten. Es wird nötig, darüber zu reden. Weil ab jetzt heiße ich euch wirklich willkommen zu Alien Isolation, denn ab jetzt ist auch das Alien hier. Aber was, was wirklich bedeutet, dass es Alien hier ist, das erzähle ich euch in der nächsten Folge. Ich bin so ein Arsch, ja, ich mache das. Bis gleich.